So, Dalai, willkommen zu einem neuen Update, und zwar Raster Update für OpenOffice 4.18. Zuallererst öffnet man OpenOffice, wie immer. Und ich habe da schon mal die Einstellungen gemacht, dass man sieht, okay, so sieht das aus, wenn es fertig ist. Aber wie macht man das? Das Allerwichtigste ist, erstmal zwei Sachen zu tun. Und zwar, die erste ist, auf Extras zu klicken und Einstellungen. Schritt 1 also. Dann OpenOffice geöffnet haben, also das hier, wenn es nicht geöffnet ist, dann einfach auf das Pluszeichen klicken und dann auf Darstellung gehen. Und dann ganz, ganz wichtig, dann einfach, also von, nehmen wir mal, Sie sind oben, also man ist oben, dann nach unten scrollen, bis hierhin. Textdokument, Raster. Und normalerweise ist das Raster auf automatisch eingestellt, was ich nicht empfehle, denn sonst sieht man es nicht. Daher muss man da diesen Cursor nehmen, also mit dem Pfeil auf diesen Cursor drauf und dann natürlich nicht so schnell auf Schwarz. Schwarz ist das Beste, was man machen kann, man sieht das auch. Und dann ist es wichtig, falls man das gemacht hat und man denkt sich, ey, ich hätte das auch gerne in anderen Anwendungen, nicht nur in Writer, dann sollte man nach unten scrollen und sagen, hey, da gibt es irgendwas mit Tabellendokument, Gitterlinien, das sollte man dann auf Rot stellen statt auf automatisch, oder man kann das natürlich auch auf Schwarz stellen. Und natürlich sollte man auch weiter nach unten scrollen und sagen, hey, war da nicht was mit Zeichnung und Präsentation? Ja, das ist normalerweise auf automatisch. Ich habe es mal auf Gelb ausprobiert. No way. Einfach auf Schwarz und dann passt es auch. Dann hat man das Raster für alle Bereiche eingestellt und dann kommt man nach unten und dann war es erstmal von dieser Seite. Jetzt kommen wir zu Schritt 2. Schritt 2 ist, wir machen nichts anderes wie dieses kleine Menü aufklappen, also wie da hier, diesen Link, zack, draufklicken auf Plus und auf Raster klicken. Jawohl. Es kann zwar sein, dass das Raster noch nicht sichtbar ist. Natürlich nicht, weil es ja noch nicht bei Ihnen zumindest eingestellt wurde. Und zwar ist da diese Häkchen, das sollte es auf jeden Fall machen. Sie brauchen am Raster nicht unbedingt machen, das können Sie machen, dann tut man immer so blinken, aber das ist nicht nötig. Also es reicht vollkommen aus, das Raster an sich. Und dann muss man noch was tun, damit man das Raster überhaupt so sieht wie bei Microsoft Word, so richtig schön mit Ecken wie bei einem Block, muss man natürlich die Auflösung ändern. Und da muss man die Auflösung nach unten schrauben. Denn am Anfang ist sie auf 1 cm und das wird nicht funktionieren. Es sieht dann zwar schon noch was aus, aber nicht das, was wir vorher hatten am Anfang des Videos. Okay? Achsen synchronisieren, auf jeden Fall, das kann man machen, Häkchen, dann synchronisieren, deutsche Sprache, dann synchronisieren sie sich. Und dann haben wir das auch schon mal erledigt, okay? So, dann wieder schließen dieses Menü, indem man auf diesen Minus klickt und dann hier öffnen auf OpenOffice Writer Web. Denn wir wollen ja auch in der Web-Einstellung, also in dieser Web-Ansicht, das auch so angezeigt bekommen. Also klicken wir wieder auf das da, machen da wieder ein Häkchen, dann das da und wieder die gleiche Einstellung und dann war es das auch schon. Also das kontrollieren wir nochmal hier, gemacht, fertig. Dann gehen wir nochmal hier rein und sagen, haben wir hier auch alles richtig gemacht, fertig, und dann war es das auch schon. Klicken auf OK und fertig ist das ganze Liedchen. Ja. Und wer lustig sein will, so wie ich habe da auch eine Möglichkeit, eine erweiterte Einstellung euch zu zeigen, das Raster immer ein- und auszublenden. Der abonniert meinen Kanal, schreibt es rein, dass er dazu ein Video haben will, und dann werde ich definitiv morgen ein Video noch auch dafür machen, wie man diese zwei Buttons hier diese festlegen kann, so dass man das immer ein- und ausschalten kann und auch diese Hilfslinien ein- und ausschalten kann.
Das war's von meiner Seite aus. Und ja, sorry, dass es etwas später geworden ist vom Video. Es sollte eigentlich schon etwas früher da sein. Aber naja. It's down, sagt man immer. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Bis dann.